Gott, ich glaube, bald kommt Tiefer, richtig? Trophäe erhalten, sowas nicht geplant. Ja, es hat Barrett Pizza gesagt, aber faulige Pizza, also. Avalanche, eine Widerstandsgruppe, die sich gegen den Shinra-Konzern auflehnt, um den Planeten vor seiner Zerstörung zu schützen. Avalanche behauptet, dass die massenhafte Förderung von Marco dem Planeten die Lebenskraft entziehe. Die Organisation hat sich in verschiedene Gruppen aufgespalten. Hilton. Ist nichts Schlimmes passiert. Na endlich! Hey! Hier! Willkommen hier zurück! Sind wir. Oh, ihr seid aber okay. Was denkst du denn? Papa! Bitte was? Unki? Warum? Unki? Danke für 25 Euro. Warte mal. Ich muss mal kurz nachgucken. Oh mein Gott, danke. Ich muss kurz lesen. Wir können gleich weitermachen. Hier? Ja, hier. Nee, nicht hier. Da, hier. Entschuldigung, ich bin neu hier. Warte. Eine grüne Bohnenpizza bestellt. Dankeschön, Unki. Vielen, vielen Dank. Ach, ist doch egal. Komm, wir können auch mal eine Pause hier machen. Vielen, vielen Dank, Unki. Vielen Danke. Auch wenn es eine grüne Bohnenpizza ist. Aber Dankeschön. Danke. Na, mein Spatzi? Ich hab dich vermisst. Mir ist nichts passiert. Ach, wie schön. Nichts passiert? Was ein Glück. Ja. Wir haben's geschafft! Astra, gesund und munter zurück. Die Mission war ein voller Erfolg. Ein großer Schritt für die Rettung des Planeten. Genau. Leute! Tönt hier nicht so rum. Wir fliegen auf. Oh Mist. Bis zur nächsten Mission habt ihr Ausgang. Schlagt euch mal richtig die Bäuche voll. Essen. Bis später. Oh? Etwa vergessen? Wir treffen uns im siebten Himmel. Tiefer. Tiefer wartet sicher schon auf dich. Ich warte auf Tiefer. Oh, nicht so schlimm als Hawaii, das stimmt. Außer es gibt noch irgendwas anderes mit Obst. Auf jeden Fall vielen Dank, Unki. Haben Sie meinen Mann denn wirklich nicht gesehen? Ich könnte dein Mann sein, was? So viel los. Wie ist die Stimmung in den Slums? Viele Menschen sind verunsichert. Naja, ein paar von ihnen trinken und feiern wie immer. Trotz so einer Katastrophe? Was? Hast du die Riesenexplosion im Fernsehen gesehen? Ja, wer hat das nicht? Ich habe sie live gesehen. Ich bin richtig ausgehungert. Wollen wir uns was an den Buden vom Bahnhof kaufen? Der Burgerladen, den du so magst, hat heute ausnahmsweise die ganze Nacht offen. Echt? Oh, kann ich mitkommen? Das nenne ich Glück im Unglück. Kann ich bitte auch einen Burger? Ich frage mich, was wir hier überhaupt machen. Nachts würde sich doch eh niemand auf den Eisenbahnfriedhof trauen. Hat sich rumgesprochen, dass es hier spuken soll. Sowas zieht alle möglichen Spinner an. Sag mal, was hältst du eigentlich von dem Gerede, dass das letzte Opfer hier von Geistern angegriffen worden sein soll? Alles Quatsch. Geister gibt es nicht. Okay. Diese Musik. Ja, tun wir umgehen. Es wird echt immer gefährlicher hier. Erst sperren sie den Eisenbahnfriedhof und dann geht auch noch der Marco-Reaktor hoch. Wie der Popo beleuchtet ist. Der Eisenbahnfriedhof wurde gesperrt? Hast du das gar nicht gehört? Angeblich wurde dort jemand von wandelnden Schatten angegriffen. Das sind voll die Lester-Schwestern hier gerade. Hallo. Ich würde so gern ein Gespenst sehen. Los, kommt raus, ihr Gespenster! Okay. Gut, Kinder halt, ne? Mich holt keiner ab. Oh nein. Mich hat niemand vermisst. Ich vermisse dich. Die Firma ist total runtergebrannt. Sieht aus, als müsste ich mir einen neuen Job suchen. Komm einfach mit mir. Ein Glück habe ich es nach Hause geschafft. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Wir dachten schon, dir wäre was. Ey, euch gibt's echt 100 Mann. Ich bin so froh, euch zu sehen. Was denn? Weinst du etwa? Alles okay. Solange die Züge fahren, fängt meine Schicht morgen früh nach Plan an. Und? Auf der Arbeit? Alles okay. Solange die Züge fahren, fängt meine Schicht morgen früh nach Bessere Plan an. Bessere Freunde gibt es nicht. Komm, jetzt reiß dich mal zusammen. Wenn ihr mich mal braucht, werde ich auch für euch da sein. Ja, das wissen wir zu schätzen, Kumpel. Alles okay. Solange die Züge fahren, fängt meine Schicht morgen früh nach Plan an. Oh. Doch, ich nehme jeden Obdachlosen Und? Mit. Auf der Arbeit? Alles okay. Solange die Züge fahren, fängt meine Schicht morgen früh nach Plan an. Ach, du schon wieder? Entschuldigung. Oh ja, ist okay. Ich bin so froh, euch
nicht zu sehen. Ich verzeihe dir, dass ich in dich reingerannt bin. Meinst du etwa? Oh nein, nicht schon wieder. Heute Nacht lasse ich dich. Was haben denn Marco Reaktor und ich gemeinsam? Weiß ich nicht. Wenn wir stillstehen, ist alles vorbei. Tag ein, Tag aus, diese Schufterei. Ist es süß? Also noch einen. Was haben denn Makro-Reaktor? Der Makro-Reaktor. Oh, die beiden sind wieder da. Hier ist nur der Eisenbahnfriedhof und da soll es doch spuken. Beschützt du mich vor den Gespenstern? Was, ich? Toller Held. Danke, Erdbärchen. Warum? Dankeschön für die 3 Subgifts. Danke an das Subgift an Cifix, an Saskia und Sifer Almasi. Dankeschön, Erdbärchen. Vielen, vielen Dank. Fühl dich gedrückt. Dankeschön, Erdbärchen. Vielen, vielen Dank. Danke. Ja, bitte? Ja, bitte? Weiß ich nicht. Was machst du da? Wieso stehst du da so? Was? Hallo? Na gut, dann halt nicht. Jetzt bin ich durch. Verehrte Fahrgäste, der Zugverkehr wird für heute eingestellt. Informationen zum Zugverkehr der nächsten Tage werden morgen früh bekannt gegeben. Wir entschuldigen uns für die Umstände. Achtung, Achtung! Der außerplanmäßige Zugverkehr ist für heute beendet. An alle Reisenden, bitte verlassen Sie jetzt das Bahngelände. Nicht mal mehr sein darf man. Hallo. Hey, hier schlafe ich. Ich wollte ja gar nicht schlafen. Ja, Entschuldigung. Ich liebe das Zeug aus der Friteuse. Die Malken gibt's nur nachts. Ja? Die Malken? Den Tipp hast du vom Wallmarkt, oder? Wallmarkt? Würde ich mich nicht verlassen. Komm schon, wenn das klappt, können wir auf der Platte leben. Klingt ja schön, aber trotzdem. Nee, Erdbärchen ist mein erster Platz. Ich warte hier auf Reste. Hier dürfen nur die Kinder die Reste von den Tellern essen. Entschuldigung, ich hab Hunger, geh weg. Bei One Get One Free. Okay, ich bin da. Jetzt geh jetzt weg da, ist mein Essen. Jetzt geh da weg. Geh da jetzt weg. Ich mach gleich Vollfeuer auf dich, wenn du nicht weggehst. Hey, Sir, krieg ich bitte mein Essen? Die Frau zahlt für mich. Aber ich krieg beide. Hallo? Hallo? Ich hätte bitte gern alles auf der Karte. Ihr redet miteinander, ohne dass ihr redet. Hey! Ach, du Wecke. Ich warte hier auf Reste. Wir dürfen blöde Kuh und blöder Ochse. Passt zusammen. Mein Bruder klebt die ganze Zeit vor den Fernseher. Oh nein. Kommt von den Nachrichten einfach nicht los. Ja, das kann ich gut verstehen. Würde ich gerne okay. Ich frage mich, ob sie die Täter schon gefasst haben. Avalanche. Don't let them bleed the planet dry. Avalanche, okay. Wir sind halt echt voll die Propagandahelden. Hab in Sektor 1 Überstunden geschoben. Hä, du hast doch bei Final Fantasy 15 mitgespielt, oder? Ich habe einen einzigen Gedanken. Und zwar, wenn ich das überlebe. Das stimmt. Aber mach dir keine Sorgen. Ich und meine Sieht Kollegen das alles lecker aus? Die frittierten Malken frisch. So, jetzt geh weg. Malken. Portion Malken. Was schmeckt besser? Ich will alles. Sehr witzig. Das ist das gleiche tiefgekühlte Fertigessen, nur halt unterschiedlich große Portionen. Hallo. Gut schlafen kann. Ich hatte da mal einen Drink, der schmeckte echt himmlisch. Boah, ihr könnt mich alle mal, ich geh zu tiefer. Die hat eh viel besseren Service. Ich gebe dir einfach das Stärkste, das hier. Was machst du da? Das war ein Anblick. Der ganze Reaktor in Flammen. Und das erzählst du wem? Naja, egal. Diese Terroristen müssen verrückt sein. Natürlich sind die verrückt. Schlagen überall ihre Verschwörungsplakate an. Avalanche? Nee, hatte ich nicht, Rio. Ja? Ey, die sind alle so zickig hier. Tiefer. Tiefer. In der ganzen Stadt. Tiefer. Der Reaktor. In Sektor 8 gab es an allen Ecken Explosionen. Oh, wer bist du denn? Hi. Marco ist der Lebenssaft. Bla, bla, bla. Ich komme gar nicht hinterher. Ständig neue Poster. Sie mögen ein verblendeter Haufen sein, aber ihre Hartnäckigkeit ist beeindruckend. Oh, das sehe ich jetzt erst Mike aus. Was Shinra macht, ist grandios. Sieh doch nur.
Was ist? Geht's? Alles gut. Danke. Hast du etwa eine Marco-Vergiftung? Denk an Tifa, schnell, dann gehen die weg. Nicht schon wieder. Don't let them bleed the planet dry, always ultra, Mike. Ouch. Völlig verrußt und durchgeschwitzt. Ich bin echt fix und alle. Kann die Dusche kaum erwarten. Und ich das Wiedersehen mit meinen Kätzchen. Doch, ich. Ey, die werden natürlich erstmal den Einsatz analysieren. Wedge hat ein Kätzchen. Achtung, wegen defekter Tore akute Lebensgefahr durch wilde Bestien. Da kann ich drauf verzichten. Ich kehr besser um. Oh mein Gott, kann er mir bitte nochmal so ins Ohr reden? Das war echt schön. Das hatte sehr viel Schönes. Hallo, Shinra. Also, wegen der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist der Weg hier momentan leider gesperrt. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Süß. Geht das nicht etwas zackiger? Jawohl. Ja, nochmal. Ja, los. Wegen erhöhter Sicherheitsvorkehrungen ist dieser Weg momentan gesperrt. Bitte entfernen Sie sich auf der Stelle. Ja. Immer noch zu lasch. Hey, das war gut. Okay, nochmal danke, Unki. Und wegen der erhöhten Sicherheitsvorkehrung ist dieser Weg momentan gesperrt. Entfernen Sie sich augenblicklich oder ich muss Sie festnehmen. Na also, es geht doch. Weiter so. Hör auf, so ein bescheuertes... Ich wollte bescheidenes sagen, egal. Bescheidenes Vorbild zu sein, ja? Der war voll lieb zu mir, okay? Penner. Ey. Pff. Und natürlich grüße ich dir tiefer. Alles gut. So cool aus. Und die haben es auch eigentlich ganz gut gemacht damit, dass es ein bisschen linear wird. Also auch wie sie es irgendwie angeordnet haben, finde ich ganz hübsch. Haben sie ganz gut gemacht. Oh Gott. Die Musik. Dieser Trubel heute. Ah, ich brauche ein Bier. Ich sterbe gleich vor Langeweile. Ich komme da nicht hoch. Hallo? Hallo? Nicht? Schrecklich. Zum Glück hatte ich heute frei. Oh nein. Bin ich jetzt etwa arbeitslos? Was für ein Albtraum. Könnten die Menschen evakuiert werden? Alle städtischen Ämter und Abteilungen von Shinra arbeiten fieberhaft daran, Verletzte zu bergen und mit allem Nötigen zu versorgen. Wow. Sind das echte Aufnahmen von der Platte? Wie lange brennt das da wohl noch? Zur Klärung des Tathergangs. Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, ist eine Belohnung ausgesetzt. Bitte wenden Sie sich an Mitarbeiter der Sicherheitsbehörde. Ist der Reaktor jetzt kaputt? Ist so krass. Warum hat da jemand Bomben gelegt? Weil wir es können. Donnerwetter. Sieht gar nicht schlecht aus. Kriegst du's? Hast dich zu einem richtigen Mechaniker gemausert. Das hat aber keine schönen Texturen. Irgendwann will ich meine eigene Werkstatt aufmachen und meine Eltern aus meinem Heimatdorf zu mir nach Midgar holen. Wenn wir jung sind, haben wir alle noch Träume. Naja, gut, man kann ja nicht alles haben, ne? Hallo? Oh Gott, wer sitzt? Guck mal. Wer da sitzt. Guckt. Oh Gott. Es ist soweit. Hat die daneben Kite. Marlene? Warst du denn auch schön brav? Mhm, war hier bei Tifa. Ohoho, das klingt ja toll, mein kleiner Schatz. Hallo, Cloud. Hm. Diese Blume, die ist ja echt unglaublich. Hm?
Für mich? Seit wann machst du denn sowas? Ist 5 Jahre her. Da ändert sich einiges. Hä? Ich muss mit Barrett reden. Klar, komm rein. Der Reaktor ist kaputt gemacht worden. Das haben sie im Fernsehen gesagt. Ich weiß, Marlene, aber keine Angst. Ich bin ja hier. Ich werde die ganze Nacht auf dich aufpassen. Genug geflimmert. Jetzt ist Schlafenszeit. Ich kann Tifas Synchronstimme nicht ernst nehmen. Die hat bei Mycene erobert Hollywood hat sie Barbie gesprochen, okay? Kennt ihr Mycene? Das war die Barbie-Version mit den größeren Köpfen. Und sie hieß ja sogar Barbie, die Hauptfigur. Na? Du Dreckskerl! Bist du etwa meiner kleinen Prinzessin angehört? Du hast gesagt, mit Fremden spricht man nicht. Wie? Ja, das stimmt, Lähnchen. Was? Das hast du dir ganz, ganz toll gemerkt, mein kleiner Engel. Oh, danke, Barrett. Ganz, ganz toll. So, jetzt aber ins Bett. Es ist schon spät. Ach nö, ich muss dir erst was erzählen, Papa. Aber nur ausnahmsweise. Sag mal, hast du Hunger? Nein, ich hätte gerne mein Geld. Ach, natürlich. Hör mal, Cloud, können wir draußen reden? Mit dir immer. Sind die Leute, die gestorben sind, zum Planeten zurückgegangen? Genau. Du, Cloud, ich wollte dir noch etwas zeigen. Es gibt ganz in der Nähe ein paar Apartments. Und eins davon ist noch frei. Da könntest du dich doch einquartieren. Es wäre sogar völlig umsonst, da die Vermieterin unsere Sache unterstützt. Was meinst du? Danke, das würde mir helfen. Okay, dann mir nach. Bitte was? Wie war es eigentlich oben auf der Platte? Naja, ziemlich chaotisch. Glaube ich dir. Tut mir echt leid, dass ich dich damit reingezogen habe. Zum Glück ist dir nichts passiert. Mach dir um mich mal keine Sorgen. Das gehört zu meinem Job. Okay, wenn du meinst. Kann schon verstehen, dass ihr Shinra hasst. Danke. Ich hab's im Fernsehen gesehen. Können wir nicht über was anderes reden? Ich hab's auch im Fernsehen gesehen. Schon gehört? Die Schnellstraße beim Bahnhof in Sektor 8 ist nach. Ich will dir einfach gerade nur folgen. Ich hab bestimmt die Gelegenheit, irgendwann alles anzugucken. Ich krieg eine Wohnung? Das hat mich richtig wachgerüttelt. Ich muss etwas. Seid ihr eigentlich gut miteinander klargekommen? Für die anderen kann ich nicht sprechen, aber ich hatte keine Probleme. Echt? Dann bin ich ja beruhigt. Früher hast du dich schließlich ständig nur gezofft. Weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das ist eine Gewöhnungssache. Ich glaube, man gewöhnt sich sehr schnell dran. Weil ich war auch immer so, dass ich dachte, Tifa hätte so ein bisschen so eine toughere Stimme, ne? Aber ganz ehrlich, ich glaube, man gewöhnt sich dran. Die Bilder, die sie aus Sektor 8 gezeigt haben, das war wie in einem Actionfilm. Kein Wunder, wenn Shinra die Sender gehören. Die nehmen es mit der Wahrheit nicht so genau. Dann war die Explosion also gar nicht so schlimm? Doch. Ach so. Da wären wir. Die Stella Apartments. Das Zimmer ist im 1. Stock. Es irritiert mich trotzdem noch, dass Barrett Lähnchen gesagt hat. In Nummer 201 wohne ich. Was? Ja, eigentlich schlafe ich hier nur und bin sonst immer in der Bar. Das Zimmer ist kahl wie eine Gefängniszelle. Oh Gott, die Textur von der Tür. Oh mein Gott. Achtet mal auf das Türschild. Die 202 ist dein Zimmer. Der Vermieterin habe ich schon alles über dich erzählt. Was genau? Was? Ach, nur, dass ein alter Freund ein Zimmer sucht. War das okay? Ja. Tut mir leid. Natürlich. Und da? Da wohnt... Ach, es ist schon spät. Wir stellen dich besser morgen vor. Wohnt da Barrett?
Danke für die 10 Bits, Bitstone. Und ja, tiefer ins Gasm. Keine Ahnung, wie sie es aussprechen würde. Gasm oder so. Gute Nacht, Tiefer. Oh, komm doch rein. Oh. Ja, und mach die Tür zu hinter dir. Kein Palast, aber zum Schlafen sollte es reichen, oder? Wenn du sonst noch irgendwas brauchst? Ja, die Bezahlung. 2000 Gil wie abgemacht. Du hast deine Arbeit echt richtig gut gemacht. Am liebsten würde ich dir ja alles auf einmal geben. 500? Wir mussten für die Mission ziemlich viel auslegen. Die Kassen von Avalanche sind leer. Aber keine Sorge. Morgen gehe ich Geld einsammeln. Dann kann ich dir den Rest geben. Da kann ich mich drauf verlassen? Wenn du mir dabei hilfst, auf jeden Fall. Ach so. Aber das ist dann wohl wieder ein neuer Auftrag. Nein. Passt. Das mache ich für die versprochenen 2000 Gil noch mit. Schließlich geht's um mein Geld. Ein Geschäftsmann. Gut, dann bis morgen. Wir treffen uns in der Bar. Dann schlaf gut. Willst du nicht hier bleiben? Das kommt von nebenan. Leidvolles Stöhnen. Also ich weiß nicht, ob das leidvoll klingt. Geh mal gucken. Also. Hey, alles okay? Ich komm rein. Laut, bügel mal deine Hose bitte. Wie siehst du aus? Oh Gott. Boah, das ist so krass. Guck mal, man sieht richtig die Platte da drauf. Oh mein Gott. Alter, die Sonne. Oh. Boah, ist ja eklig. Okay. Und was muss ich jetzt tun? Was ist meine Aufgabe? Habe ich eine Aufgabe? Kann ich alles machen, was ich... Nein. Ich darf nicht alles machen, was ich will. Richtig. Aber genau das, Missy. Die ganze Zeit. Hab geklaut, Entschuldigung. Klaut hat geklaut.
Okay, da unten ist ein Ausrufezeichen. Tiefer! Wie nein? Cloud, du bist einfach kein Mann, glaube ich. Das sieht so krass aus. Hallo, du bist dann wohl Cloud, habe ich recht? Oh. Ich bin Marle, die Vermieterin. Du bist seit vorgestern hier, stimmt's? Warst du davor auf der Platte? Unter anderem. Ja, verstehe. Naja, die meisten, die hier landen, haben eine kompliziertere Vergangenheit. Wenn du mal reden willst, kannst du dich jederzeit an mich wenden. Natürlich auch, wenn es um Tifa geht. Oh, was? Ja? Was soll mit der sein? Mach ihr bloß keinen Kummer, sonst kriegst du Ärger mit mir, hörst du? Das Mädchen ist wie eine Enkelin für mich. Werd's mir merken. Und jetzt sieh zu, dass du in den siebten Himmel kommst. Tifa ist schon vor einer Ewigkeit aufgebrochen. Ich finde die Haare super lustig. Ich mag die. Können wir über Tifa reden? Sag mal, du siehst aber gar nicht gut aus. Kriegst du genug Schlaf? Tifa ist schon vorgegangen. Jetzt lass sie nicht warten. Hund, kann ich dich mitnehmen? Es ist schon echt krass. Es ist wirklich krass. Das ist Final Fantasy VII, okay? Und ich kann ihn nicht streichen, leider. Boah. Oh mein Gott, okay, tschö. Guck, ich kann nichts machen mit dem, leider. Würde ich sofort machen. Du kennst mich. Erstmal hier lang gehen. Die Bürgerwehr hat angekündigt, ihre Patrouillen zu verstärken. Ist das Hope? Ich dachte, die haben so schon nicht genug Leute. Suche nach Kandidaten. Was? Was für Kandidaten? Ja, was denn? Was denn? Darf ich noch nicht? Ich glaube, ich muss erstmal ein bisschen folgen, ne? Fetter Prügel. Verkauft er was? Fetter Prügel. Verkauft er was? Oh. Das höre ich öfter. Hier geht's zu den Rostpfaden. Da wimmelt's nur so von Ungeheuern. Deswegen hat die Bürgerwehr sie abgesperrt. Achso, du warst noch nicht fertig, sorry. So, ich höre normalerweise allen Leuten zu, aber ich muss zu tiefer. Fetter Prügel. Ja, danke. Suche nach Kandidaten. Das Mädchen für alles? Und gab's auch einen tiefer Rio, wenn du eine Bar hattest, die so hieß? Weapons. Hi, Entschuldigung. Lass dir ja nicht einfallen hier. Der beste Hund der Welt. Du bist der Held der Welt. Der Held, der uns allen gefällt. Wen rufen wir, wenn's brennt? Stamp. Wen? Ging's doch gleich weiter. Lass dir ja nicht einfallen, hier was oh zu ja, Gott sei Dank, ey. Der hat ja ein großes Schwert. Ich will Biggs bitten, mir Selbstverteidigung beizubringen. Biggs, wirklich? Entschuldigung. Oh, ich bin da. Boah, das ist so krass. Instant Food. Oh, das ist geschlossen. Ich gehe trotzdem rein. Oh. Wer singt denn jetzt schon wieder? Wir sollten bei den Läden in Sektor 3 nachfragen. Ansonsten bleibt uns nur noch Shinra selbst. Was ist hier? Warst du denn eigentlich schon mal? Hallo? Ja, das war ja auch das Plakat mit dem Stamp, ne? Das war ja die Werbung. Dieser komische Stamp-Hund. Okay, es gibt wieder Sachen zu entdecken. In Ecken. Oh, was hier? Hallo? Hinter der Piepengasse haben sich wilde Bestien eingenistet. Nur die Hartgesottenen trauen sich dahin. Ich wäre lieber vorsichtig. Bist du aus dem Flitzpiepen? Hey, ist das hier etwa Blut? Was? Ups, ist bestimmt bei der Beschaffung passiert. Geh mal weg, ich will was kaufen. Das hoffe ich. Sowas drückt den Preis.
Ich red mal ein Wörtchen mit dem Tiefen. In der Piepengasse kriegt man Sachen, die man in den normalen... Okay, Leben wir gehen erst so tiefer. Wir gehen erst so tiefer. Die Zulieferer sind natürlich streng geheim. Wie eigentlich alles in der Piepengasse. Bestimmt von Trump oder so. Der Stamp Trump. Ich meine, Stump Trump? In den Läden in der Piepengasse. Okay. Es gibt viel zu viele Leute, die sich einfach keine Gedanken um den Planeten machen. Dank Shinras Propaganda. Stump Trump, habe ich gesagt. Stump Trump, nicht Stop Trump. Aber Stop Trump ist auch nicht so schlecht. Knarz. Oh, so krass. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen jetzt Pause. Ey, gib nicht auf! Und ich stelle mich einfach in so eine Menschenmenge. Ich will das da. Auf der Farbe sieht man jeden Fleck. Ach, es geht doch wirklich nichts über glänzenden, weichen Samt. Da kann ich dir nur zustimmen. Okay, wir gehen hier zu den Weibern. Welches nehme ich denn nur? Aber ich will eigentlich eine schönere Aussicht als die Frauen. Warte, wir gehen hier zu dieser Gruppe. Alle heulen rum, weil sie heute nicht zur Arbeit kommen. Ich höre dazu. Was haben die denn für Prioritäten? Das Leben des Planeten ist ja wohl wichtiger. Hm?